Hallo Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft, wo wir letztes Mal eine Farm gebaut haben für Cocoa Beans, Kakaobohnen, effektiv für braune Farbe, und uns gehen noch ein paar weitere Farben ab, aber abgesehen von Schwarz und Weiß. Weiß können wir aus Knochenmehl produzieren, und da haben wir ja eine Farm da unter unserem Berg. Und Schwarz bekommen wir entweder von Tintenfischen oder von einer Widerrose. Da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, welchen Weg das ich gehe. Aber alles dazwischen können wir abdecken mit dem Blau. Das bekommen wir von Lapis, und das können wir traden. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch eine Farm für die zwei hohen Blumen. Und dann haben wir alle Farben im Kasten. Na, noch nicht, aber zumindest einen Plan. Aber zuerst möchte ich hier noch die Farm von da hinten für unseren Mat transportieren, dass wir die auch hier drin haben, dass wir da draußen endlich mal aufräumen können. Und dann schauen wir uns an, wie denn die Blumenfarm aussieht. Die Mattfarm ist nun hier in unsere Therme transferiert. Die alte steht immer noch da hinten, da muss ich aufräumen. Auch Glow Legion ist noch da. Und üblicherweise für die zwei hohen Blumen, die vier Blumen, die platziere ich, oder die Farm für die Blumen platziere ich normalerweise Seite an Seite. Aber ich denke, da wir hier eher kleinere Räume haben, können wir eine Blume pro Raum und dann das Ganze etwas verteilen, sodass wir den Raum, den wir hier haben, etwas besser ausnutzen. Ich denke, ich mache mal hier so die erste Farm, und bei der zweiten können wir dann Schritt für Schritt durchgehen, wie der Aufbau funktioniert. Das, was wir hier sehen, sieht nicht allzu kompliziert aus, und es ist es auch nicht. Wir haben hier unter unserem Grasblock einen Hopper Minecart, der auf einem Hopper sitzt und dann alles hier in diese Kiste transferiert. Da oben eine Kiste mit Bone Meal, welcher in diesen Dispenser reingeht. Und wenn wir hier anschalten, dann läuft die Maschinerie los und wir bekommen hier unten unsere Sonnenblumen. Das Interessante ist natürlich, wie bekommen wir das Signal, das On-Off-Signal von hier nach da hinten, so dass wir den Dispenser powern, und zwar nicht einfach nur On-Off, sondern konstant. Und ich denke, das können wir am besten sehen, wenn wir das Schritt für Schritt zusammenbasteln. Nun sehen wir auch, wie das Ganze hier unten aussieht, und es ist ein bisschen Redstone, aber es ist nicht sehr kompliziert. Hier ist wieder unser Hebel, welcher diesen Block powert, und dadurch diese Pisten, welche den Redstone-Block permanent nach unten schiebt, powert dann diese Redstone-Linie. Und hier unten haben wir das Umgekehrte. Da schieben wir einen Observer rauf, der dann in diesen Observer reinschaut. Und dann haben wir hier eine Observer-Clock. Und
Hier auf dieser Seite haben wir unsere Kiste. Rundrum müssen wir ein bisschen schauen, dass wir die Blöcke da richtig angeordnet haben. Hier vorne brauchen wir noch einen Hopper. Und ich denke, da ist so ein Block. Und dann sind wir dann eigentlich auch schon so weit, dass wir hier unten zumachen können. Und dann müssen wir nur noch die Minecart hier platzieren, den ich natürlich nicht habe. Aber zuerst mal hier ein Gleis, damit wir was haben, um den darauf zu platzieren. Und dann besorge ich mir rasch einen Hopper Minecart. So, da bin ich wieder. Hopper Minecart platziert. Dann obendrauf unser Grasblock. Wir müssen das Gleis da unten rausbrechen, so dass wir den Grasblock da reinschieben können. Wir haben hier einen Block, den wir powern können. Und dann brauchen wir idealerweise eine Piston, die nicht sticky ist, welche wir dann hier platzieren. So, nach unten. Und dann ganz schnell, so dass das Gras hier nicht zu Erde wird. Und dann haben wir all das erledigt. Und hier oben, da kommt dann unser Dispenser, den ich auch nicht habe. Aber der Rest, der ist im Wesentlichen einfach. Und so, wie wir das da drüben auch sehen. Gut, dann mache ich die hier noch fertig und dann auf dem gegenüberliegenden Ecke kommen auch noch zwei Farben hin. Und dann haben wir alle vier zwei hohen Blumen via Farmen abgedeckt. Die vierte Farm ist nun auch platziert. Und das mag nicht die effizienteste Anordnung sein für solche Farmen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich schon so eine tolle Therme hier baue, dann können wir das Layout auch ausnutzen und was drin platzieren, anstelle dass wir den ganzen Raum einfach so offen lassen. Nun denn, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefreut und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, ein weiterer Tag in Minecraft. Also bis dann und tschüss!